Der Hund hinter dem Ofen. Der politikwissenschaftliche Podcast mit Jan-Paul Klünder und Thomas Nötzl zusammen mit wechselnden Gästen. Folge 5. Mit Marcel Sass spreche ich in dieser Folge über Apokalypsen und Apokalyptik. Das heißt, es geht um Prognosen über das Ende der Welt. Insbesondere diskutieren wir die theologischen und politischen Probleme, auf welche Apokalyptik einerseits antwortet, andererseits die Probleme, die durch diese Form von Beobachtung erst entstehen. Herzlich willkommen zum Hund hinter dem Ofen. Mein Name ist Jan-Paul Klünder und heute diskutiere ich mit Marcel Sass über das Thema Apokalyptik. Und ja, eigentlich ist es gar kein erfreulicher Anlass. Wir wollten heute zu dritt diskutieren. Thomas Nötzl ist leider verstorben. Er ist am 3. Februar gestorben und ja, für mich kam es sehr überraschend. Also er hatte schon länger gesundheitliche Probleme, aber ich habe es einfach nicht kommen sehen. Und Thomas Nötzl, Marcel Sass und ich, wir wollten im Sommersemester zusammen ein Seminar abhalten zum Thema Apokalyptik und eben im Vorfeld diesen Podcast dazu machen. Ja, und jetzt kann Thomas leider nicht mehr dabei sein. Ja, Marcel, ich muss sagen, mir fällt es echt schwer, immer noch darüber zu sprechen. Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber der ganze Podcast, der ging ja eigentlich auf Thomas' Idee zurück. Und ich hatte Thomas ja gefragt, ob wir was zusammen machen wollten. Er wollte den Podcast machen und ich wollte eben auch unbedingt gerne seine Gedanken irgendwie festhalten, weil das ist, glaube ich, was viele, die mit ihm zu tun hatten, immer wieder beobachtet haben. Ganz egal, welches Thema. Er hatte unheimlich präzise Formulierungen und ganz klar geschliffene Kategorien und eine Theoretisierung an der Hand, dass man den Eindruck hatte, da existiert eine ganz eigene Theorie der modernen Gesellschaft. Und die haben wir jetzt teilweise mit dem Podcast eingefangen, aber eben bei weitem nicht alles gemacht, was wir uns vorgenommen hatten. Ja, geht mir auch so. Hallo von mir, Marcel Sass. Schön, dass alle zuhören beim Hund hinter dem Ofen. Aus der Dreierbande ist ein Zweierteam geworden und das tut weh, auch wenn wir zurückdenken, dass wir nicht damit gerechnet haben, dass Thomas Nötzl weder das Seminar mit uns machen wird, noch bei dieser Podcast-Aufzeichnung dabei ist. Thomas fehlt. Seine begriffliche Schärfe, seine Art zu denken, seine unglaublich enzyklopädischen Wissensbestände über Politik, Wissenschaft weit, weit hinausführend, waren für mich jedes Mal ein Bildungserlebnis. Ich habe, glaube ich, mehr gelernt durch die Teilnahme an unseren gemeinsamen Seminaren, als ich selber intellektuell eingebracht habe. Aber vielleicht passt es auch ein bisschen, dass wir jetzt über Apokalyptik, über die letzten Dinge reden im Angesicht des Todes, dass wir sprachlos sind, aber doch ja diesem Übergang eine Sprachform geben und uns mit etwas beschäftigen, was in der Religion ganz, ganz tief verwurzelt ist, nämlich die Frage, was dereinst irgendwann mal am Ende aller Zeiten kommt und was für uns dann offenbar wird. Ich glaube, Thomas Nötzl hätte sich gefreut, dass wir heute angeregt diskutieren und versuchen, die Kategorien klar zu kriegen. Was ist eigentlich Apokalyptik, politikwissenschaftlich und theologisch? Er hätte sicher kritisch nachgefragt, wenn ich die eine oder andere viel zu kurz geschlossene Idee entwickelt hätte und hätte das auf eine beeindruckend systematische Weise nochmal mir nachgewiesen, wo bei mir, sagen wir mal, Unschärfen im Denken sind. Vielleicht schmunzelt er, wo auch immer er ist, jetzt über unsere stümperhaften Versuche, das Problem Apokalyptik politisch und theologisch anzugehen. In jedem Fall verdanken Jan-Paul Klünder und ich dem Thomas Nötzl sehr, sehr viel. Ganz sicher werden wir ihn nicht vergessen und ganz sicher werden wir sehr, sehr viel mitnehmen und weitertragen von dem, was wir in Marburg gemeinsam begonnen haben. Und vielleicht steigen wir auch dann gleich einfach Jan-Paul ins Thema ein, so ein bisschen mit dem Gefühl, als würde er uns begleiten, zumindest in seinen Gedanken. Ja, unbedingt. Also das teile ich auf jeden Fall, was du gesagt hast. Sehr treffend. Das Thema, der Vorschlag fürs Thema ging, glaube ich, oft auf Thomas zurück, wie so oft. Und
Ja, sind große Fußstapfen. Und das Faszinierende bei Thomas war ja auch immer, dass er immer noch so einen aus dem Ärmel gezaubert hat, ne? Also man hat ja dann irgendwas gelesen, man hat sich eingearbeitet, aber das, was Thomas gesagt hat, das gab es halt noch nicht. Also das stand noch nirgends. Das hat er sich dann irgendwie, das Thema hat dann immer eine ganz neue Wendung bekommen. Hatte immer noch Nachdenken. Nachdenken ist genau das Stichwort. Ich musste oft in Sachen nochmal nachdenken, die er ausgeführt und zusammengefasst hat. Und in einer Weise begrifflich scharf, dass es ja fast schon immer druckreif ist. Ich habe neulich mal einem Kollegen gesagt, wenn Thomas Netzel gesprochen hat, habe ich mich daneben immer ein bisschen, na sagen wir mal, defizitär in meiner sprachlichen Ausdrucksweise gefühlt, weil er wirklich druckreif formulieren konnte. Auf jeden Fall. Also ich habe ja bei ihm studiert und auch promoviert, aber ich bin immer der Schuljunge geblieben, muss man sagen. Also. Ja. Wir versuchen unser Bestes, Jan-Paul. Ja, genau. Wir legen mal los. Genau. Ja, fangen wir doch einfach mit den Bildern an. Apokalypse, Apokalyptik. Welche Assoziationen hast du da, Marcel? Naja, aktuell ganz bedrängende. Ich muss ja nur den Fernseher anschalten. Berichte von zerstörten Kliniken, von Bomben, die auf Städte fallen, von Soldaten, von einer eigentümlichen Farbgebung, von live dabei, gar nicht so weit weg. Also die kriegerische Eroberung der Ukraine durch Putin ist etwas, was schon sehr an apokalyptische Szenarien erinnert, und zwar auch in der Berichterstattung in den Medien. Also das Vokabular des frühen Christentums und des Judentums taucht in all diesen Berichten auf. Also Apokalyptik, das ist irgendwie Zerstörung, da geht was kaputt, das ist episch, das ist immer mit Schmerz, mit Leid, mit all diesen Dingen, zumindest in den gegenwartskulturellen Bildern verbunden. Ob das historisch gesehen sozusagen immer auch so zutreffend ist oder wir in der Moderne viel mehr aus der Apokalyptik machen als vielleicht unsere Vorfahren, weiß ich gar nicht, können wir ja nachher nochmal drüber reden. Aber im Moment mischt sich dieses beunruhigende Gefühl jetzt von einer durch Krieg herbeigeführten Endzeitstimmung in die apokalyptischen Szenarien, die wir durch 2 Jahre Corona-Pandemie haben. Also ein bisschen scheint mir Apokalyptik auch Konjunktur zu haben, leider. Ja, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Die Assoziation zu Kriegsbildern, zu zerbombten Städten, zum Atompilz, die sind mir auch direkt gekommen. Also als sehr, sehr reale Bilder. Ich habe auch mal gegoogelt. Und da kommen dann eben auch recht viele Bilder, wo Zombies zu sehen sind. Da ist mir dann auch aufgefallen, wie stark mein Bezug zur Apokalypse auch ja durch die Popkultur und die Filmkultur geprägt ist. Also in meiner Jugend habe ich eben Armageddon gesehen und dann The Day After Tomorrow und Independence Day, wie die alle so hießen. Also vor 20, 25 Jahren hat das ja in Hollywood auch schon irgendwie Konjunktur gehabt, hat es immer noch und wahrscheinlich davor auch schon. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen länger drüber nachdenke, dann kommen natürlich auch die 4 Reiter. Und solche Bilder, wie sie dann vor 4, 5, 6 Jahrhunderten schon produziert wurden. Und wir haben die Begriffe Apokalypse, Apokalyptik erwähnt. Und ich glaube, jetzt bist du mal als Theologe da. Da bin ich auch irgendwie super froh, dass du jetzt quasi hier der Experte bist für die Definitionsarbeit. Fangen wir doch mal mit Apokalypse an, Marcel. Was bedeutet das? Und wenn wir jetzt mal vom Text aus denken, von der Bibel aus, was hat es damit auf sich? Ja, man muss vielleicht erstmal unterscheiden zwischen Apokalypse und Apokalyptik. Der Begriff Apokalyptik leitet sich eigentlich von der Überschrift eines Buches des Neuen Testamentes ab, nämlich der Offenbarung des Johannes. Bekanntermaßen das letzte Buch der Bibel, der christlichen Bibel, wie wir sie zur Verfügung haben. Und da heißt es in Vers 1,1, dass Gott dem Johannes durch seinen Engel mitgeteilt hat, was nun in Kürze geschehen soll. Und das griechische Verb apokalypto bedeutet dabei sowas wie offenbaren. Also es geht um noch unsichtbare Dinge, die am Ende der Geschichte geschehen werden. Also kann man sagen, dass die Apokalyptik eigentlich eine theologische Strömung ist. Und zwar eine, die im Judentum erstmals so etwa zu Beginn des 2. Jahrhunderts vor Christus wirklich handfest als literarische Gattung greifbar ist. Da ist das Buch Daniel ganz wichtig. Die Apokalypse
Ticker, also diejenigen, die ein Buch über Apokalypse, über die Offenbarung des Endes der Geschichte geschrieben haben, die erwarten das Heil allein von der Zukunft. Also kann man sagen, ist Apokalyptik eigentlich eine Gegenwartsdiagnose, die nichts anderes feststellt, als dass die gegenwärtige Weltzeit als heil und gottlos erlebt und angesehen wird. Und deshalb wird Gott, in der Regel ein Gott, Monotheismus, ein die Geschichte beschließendes Ende herbeiführen. Wie das dann aussieht, ist in der apokalyptischen Literatur sehr unterschiedlich. Und dieses Ereignis, das dieses Ende herbeiführt, das kann dann eben sozusagen die Apokalypse sein, also etwa die Vernichtung der Welt oder auch eine andere Idee. Die Theologen beschäftigen sich mit solchen letzten Dingen schon sehr, sehr lange und nicht nur mit solchen Büchern, die von einem Ende reden, also mit der apokalyptischen Literatur. Wir nennen das Eschatologie. Eschaton ist sozusagen das Ende, von hinten her gedacht. Man könnte auch sagen, es ist die Lehre von den letzten Dingen. Eschatologische Denkfiguren, die also spekulativ über das Ende nachdenken, gibt es im Alten und im Neuen Testament sehr, sehr viele. Apokalyptische Literatur im besten Wortsinne, also Apokalypsen beschreibend, gibt es nicht ganz so viel Literatur, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Das vielleicht mal so als Einordnung. Ja, danke schön. Ja. Direkt eine Anschlussfrage. Ich habe mich ja auch ein bisschen eingearbeitet und habe dann gelesen, dass das Evangelium des Johannes oder die Offenbarung des Johannes, muss man ja auch sagen, ist, glaube ich, nicht die gleiche Person, je nachdem, wie das historisch kontextualisiert wird, dass es 90 oder 95 nach Christus datiert wird, der Text. Genau. Und da ist vielleicht nochmal eine Frage, und das ist vielleicht auch wichtig, um das nochmal irgendwie mit unserer Zeit abzugleichen. Was war denn das für eine Situation, in der der Text entstanden ist? Also man kann vielleicht nochmal etwas früher sogar anfangen. Im Neuen Testament haben wir eigentlich zwei bekannte Apokalyptiker. Einmal ist es der Apokalyptiker Johannes, also es ist eigentlich eine sogenannte pseudepigraphische Schrift, also die ist irgendeinem anderen zugeschrieben, aber von einem anonymen Autor, so um 90. Aber es gibt auch in einem der Evangelien ein apokalyptisches Kapitel, Markus 13. Das hilft uns Theologen sehr, weil es setzt ein Ereignis voraus, das sozusagen apokalyptisch empfunden wurde, nämlich die Zerstörung des Tempels durch die Römer in Jerusalem im Jahr 70. Also alle apokalyptischen Szenarien, die auf den Weltuntergang reagieren, sind sozusagen bezogen auf dieses für das Judentum als dramatisch empfundene Ereignis der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels, also der zweiten Zerstörung des Tempels, wurde im 6. Jahrhundert vor Christus schon mal zerstört. Also sowohl das 13. Kapitel im Markus-Evangelium als auch dieses gesamte Buch Offenbarung des Johannes, die Apokalypse am Ende, rekurrieren auf eine weltgeschichtlich dramatische Situation für Israel und sie reagieren vor allen Dingen auf eine immanente Bedrohung durch das Römische Reich. Viele der Figuren und Zahlen und Vorstellungen der Apokalypse des Johannes sind sozusagen Hidden Transcripts, die sich auf Rom beziehen. Wenn da von der großen Hure Babylon die Rede ist, wird übrigens in apokalyptischen, gegenwärtigen Kontexten von Religion gern verwendet, dann ist damit nichts anders als das römische Imperium gemeint. Das ist eine hochpolitische Vision. Ja, danke schön. Ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen und das hat mich auch überrascht. Also zuerst hat mich überrascht, wie sehr sich die Situation jetzt eigentlich unterschieden hat von der Situation, die ich eigentlich ursprünglich angenommen habe. Also die frühen Christen haben sich ja im Prinzip auch erst in ihrem Selbstverständnis gefunden. Die mussten sich ja auch noch überlegen, ob sie eigentlich Christen sein wollen oder ob sie Juden sind oder wie sie jetzt zu Juden stehen, die nicht an Christus glauben. Natürlich haben Ängste sicherlich auch in so einer Krisenzeit eine Rolle gespielt, aber die Texte sind ja auch sehr hoffnungsvoll. Also es ist ja eine Naherwartung, dass da was passiert. Und was mich natürlich als Politikwissenschaftler irgendwie interessiert hat, ist die säkulare Ebene, die politische Ebene. Du hast es schon angesprochen, wir haben ja mit Rom dann eben das Imperium, das eben in diesen Texten irgendwie auftaucht. Aber das Interessante ist ja auch in diesen Texten, wenn wir jetzt nur auf dieser Ebene denken, wenn Jesus dann wiederkommt und 1000 Jahre herrscht, zusammen mit denjenigen, mit denen er dann herrscht, dann wird ja geherrscht. Also da wird ja auch politisch verwaltet. Also auch da sind ja irgendwie spannende Ebenen zu unterscheiden zwischen eben rein religiösen und auch dann weltlichen Sachen.
Ja, wir haben jetzt schon viel gesagt. Willst du noch was ergänzen? Hast du dir noch Ja, was aufgeschrieben? vielleicht zwei Unterschiede. Einmal, du hast es schon angesprochen, die ersten Christinnen waren selbstverständlich noch tief im Judentum verwurzelt. Also, die haben am Freitagabend den Schabbat gefeiert und den Synagogengottesdienst besucht. Das heißt, man wird immer auch die Geschichte Israels bei Apokalyptik mitdenken müssen und dann aber das sich neu formierende Christentum. Vielleicht kann man sagen, dass sozusagen im Blick auf das Judentum die Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel, die sich als, sagen wir mal, hochproblematisch in politischer Hinsicht entwickelt hat, also mehrfache Eroberung durch andere Völker, Besatzermacht der Römer, wird sozusagen unter apokalyptischen Vorzeichen neu definiert. Israel wird neu als Gottesvolk in der Apokalyptik des Judentums, etwa im Buch Daniel, aber auch in anderen Schriften definiert. Im Christentum wird das sozusagen eigentlich weitergeführt und universalisiert. Also Gottes Heil kommt in der Zukunft. Das ist eigentlich eine sehr optimistische Vorstellung, anders als die ersten Bilder, die wir hatten. In der Apokalypse des Johannes wird am Ende das himmlische Jerusalem als die ideale Stadt neu konstruiert. Da, Jan-Paul, würden wir beide gerne drin leben in der Stadt. Das ist sozusagen Urban Planning 2.0. Das ist eine Stadt, in der es keine Konflikte, keine Kriege und eben keine Gewalt und kein Leid mehr gibt. Sozusagen Heil kommt aus der Zukunft. Das ist, glaube ich, sozusagen die Kerneinsicht, ein hohes Bewusstsein dafür, dass das Heil eben nicht Ergebnis menschlich-politischer Entscheidungen ist, die führen zum Unheil, sondern hier, sowohl im Judentum als auch im Christentum, ist es allein Gottes Tat. Also so eine theologische Einsicht in das Limitiertsein des Menschen, aber die Hoffnung darauf, dass vor uns eine gute Zukunft liegt, klingt anders als Emmerichs Independence Day, ehrlich gesagt. In der Tat. Dann fasse ich mal zusammen und du korrigierst mich nochmal. Also wir haben es zu tun mit einer gewissen Gattung von religiöser Literatur. Es gibt häufig sowas wie einen Visionsbericht. Dann hat das eine ganz eigene Dramaturgie, also mit Untergang und dann eben Erlösung. Es gibt ein Bildinventar, was immer wieder bemüht wird, bestimmte Schreckensszenarien, die stark gemacht werden. Es gibt Kampf zwischen Gut und Böse. Und wichtig ist jetzt, es gibt so einen Moment der Zerstörung, also den Untergang einer verdorbenen Welt. Und dann, und das ist jetzt das Entscheidende, es kommt eine Erlösung. Da kommt noch was. Also diejenigen, die richtig geglaubt haben, die werden ins göttliche Reich aufgenommen. Und das ist dann auch eigentlich der Kern dieser Offenbarung. Genau, und umstritten ist dann im frühen Christentum, ob nur eine ausgewählte Anzahl aufgenommen wird oder ob das für alle gilt oder ob sozusagen der eine Teil der Menschheit vorherbestimmt ist in den Untergang und der andere zum Heil. Da haben sich TheologInnen, eher Theologen, würde ich sagen, über hunderte Jahre von kräftig gestritten. Auch innerhalb des Protestantismus gibt es da durchaus unterschiedliche Einschätzungen, wer da nun gerettet wird. Ganz bekannte religiöse Gruppierungen sind ja die Zeugen Jehovas. Die haben immer diese Vorstellung der 144.000, dieses Restes, der bei Armageddon dann irgendwie übrig bleibt. Wenn man mal so durchzählt, wie viel es auf der Welt gibt, da weiß ich gar nicht, ob ich zu denen gehören möchte, weil da bin ich unter Umständen rein statistisch nicht bei den 144.000, selbst wenn ich noch anstrengen würde, um es etwas seriöser zu sagen. Die Spekulation darüber, ob Menschen dem Untergang geweiht sind, oder ob nicht am Ende das Heil das letzte Wort hat, ist, glaube ich, ein kerntheologisches Problem, das schon in den ersten Schriften des Neuen Testaments verhandelt wird. Etwa bei Paulus, der sich fragt, was passiert denn eigentlich, wenn Christus mal wiederkommt, mit denen, die jetzt schon gestorben sind? Für Theologen durchaus ein spannendes Problem. Heute vielleicht nicht mehr ganz so aktuell. Schön, dass du das noch aufgreifst, weil über diese Zahl, diese 144.000, über die bin ich auch gestolpert, über diese Ja. Quantifizierung. Und das bezieht sich ja damals auf diese 12 Gemeinden und dann hieß es, aus Genau. jeder Gemeinde kommen 12.000. Was ja Genau. wahrscheinlich damals irgendwie, da konnte man ja noch eine gewisse Gewissheit daraus ableiten, wenn man dabei war. Jetzt rückblickend und mit der jetzigen Erdbevölkerung, ja, du hast das schon gesagt, ist halt sehr unsicher, ob man dabei sein kann. Ja, Das und stimmt. Theologen lernen dann im Einführungsstudium immer schon, dass in Israel in alten Vorzeiten auch eine bestimmte Anzahl von Stämmen hatte. Und das sind sozusagen Zahlenspielereien, die den zeitgenössischen Leserinnen und Lesern vertraut waren. Also es ist wie mit 7 als einer Zahl, ist auch die 12er-Zahl eben eine religiös offensichtlich hoch aufgeladene. Ich würde jetzt mal, wenn wir das soweit ein bisschen skizziert haben, ein bisschen springen
und versuchen so ein bisschen ideengeschichtlich in die Gegenwart zu gelangen, mit ganz, ganz großen Schritten und groben Pinsel. Und habe so ein Ja, bisschen was sehr gerne. vorbereitet und du kannst ja gerne ergänzen, wenn dir fällt ja sicherlich auch noch vieles dazu ein. Das machen wir jetzt auch im Seminar. Wir springen, glaube ich, dann von diesen frühen Texten um ja, Jesus Geburt plus minus ins Mittelalter und beschäftigen uns eben mit der Pest, mit der Hexenverfolgung und mit Ängsten im Abendland, die ja sehr verbreitet waren und damals ja auch mit Blick auf apokalyptische Texte gedeutet wurden. Und da gibt es ja auch zahlreiche Bewegungen, die immer wieder davon ausgegangen sind, dass das unmittelbare Ende bevorsteht. Was aber ganz interessant ist, es findet eine Form von Säkularisierung dieses ganzen Narratives statt. Mit der Aufklärung ändert sich nämlich was. Und zwar sind das vor allem zwei irgendwie Verschiebungen, die ich festgestellt habe oder die vor mir natürlich auch schon Leute festgestellt haben. Und zwar findet Erlösung jetzt im Diesseits statt. Also es gibt einen menschlichen Fortschritt in der Welt und der Mensch kann das selbst leisten. Also Gottes Zutun ist gar nicht mehr erforderlich. Dann kann man natürlich sehr treffend darüber streiten, ob das jetzt eine Fortsetzung ist des religiösen Diskurses, der Apokalyptik mit anderen Mitteln oder ob jetzt hier was genuin Neues entsteht. Da gibt es auch eine schöne und berühmte Diskussion zwischen Karl Löwitt und Hans Blumenberg. Und es geht letztlich auch um die Frage der Legitimität der Neuzeit. Also entsteht da was aus eigener Kraft oder ist das eben nur eine Ableitung? Und wichtig ist da, glaube ich, auch immer den Begriff der Utopie zu reflektieren. Also Utopie in dem Sinne, dass man ein Ideal aufstellt eines Alternativmodells zur abgelehnten Wirklichkeit. Und das Untergangsmoment tritt dann in der Aufklärung ja fast in den Hintergrund, muss man sagen. Also bei Lessing und bei Kant wird dann Zukunft realisierbar und es gibt dann politische Utopien schon vor der Aufklärung bei Morris und Bacon und auch mit Adam Smith tritt ja im Bereich der Ökonomie eben auch so eine göttliche Kraft, wenn man so will, mit der Invisible Hand auf den Plan, die alles dann fügt und ein diesseitiges, gutes Reich entstehen lässt, ein irdisches Paradies. Was dann ganz spannend ist, ist das Auftreten des Marxismus, weil hier, würde ich doch argumentieren, findet man ganz klar wieder apokalyptische Momente, weil da gibt es einen Untergang. Es gibt den Untergang der bürgerlichen Welt. Marx hat in einigen Texten doch auch so vom Vokabular her wirklich deutlich apokalyptische Anklänge. Und dort wird eben nach dem Untergang, nach der Diktatur des Proletariats eben eine kommunistische Gesellschaft verheißen. Und das ist ja ganz spannend, auch für unseren Seminarzusammenhang. Genau, wenn wir im 19. Jahrhundert weiter fortschreiten, stellt sich ja fest oder ein, dass diese ganzen Hoffnungen enttäuscht werden oder zumindest viele. Man hat zwar ordentliche Verbesserungen in der Lebenswirklichkeit, aber die Aufklärung ist ja ein unvollendetes Projekt geblieben. Das heißt, das ist ja eine Formulierung von Jürgen Habermas und das zeigt sich ja dann auch in der Ideengeschichte. Mit Schopenhauer, mit Nietzsche treten eben ideengeschichtliche und theoretische Positionen auf, die auf der einen Seite gar kein lineares Geschichtsmodell mehr haben, sondern eben zyklische Momente stark machen und wo es eben auch kein irdisches Paradies mehr gibt, sondern wo das Leben eben primär durch Leid geprägt ist. Und im 20. Jahrhundert erreicht das dann sicherlich einen Höhepunkt mit dem Zweiten Weltkrieg und dann auch mit Hiroshima, also der Möglichkeit der atomaren Selbstzerstörung der Menschheit. Und hier kommt dann, glaube ich, hier schließt sich dann der Kreis zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben. Jetzt treten Formen von Erzählungen auf, die man auch als apokalyptisch oder als Apokalypse bezeichnen kann. Aber das ist eine Form von kopierter Apokalypse, also nicht von der Kopie, nicht beim Kopierer, sondern kopieren. In dem Sinne, dass man etwas operativ entfernt, wie das bei Hunden und Pferden teilweise gemacht wird. Wenn dann eben Schwanzwirbel entfernt werden, so wird in diesen Erzählungen das utopische Moment entfernt. Das heißt, es gibt noch eine dekadente Gesellschaft, es gibt eine Krise, es gibt auch Zeichen, die auf den Untergang deuten, aber die Erlösung bleibt aus. Und was dann noch da sind, sind eben Angstfantasien. Und das sind eben diese Momente, die wir eben auch zitiert haben, also der Atompilz, zerbombte Städte, die Zombies, die irgendwie rumlaufen und was man maximal dann noch machen könnte, ist dann den Untergang abwenden in diesen Erzählungen. Und das zeigt sich beispielsweise auch am Klimadiskurs. Wenn das stimmt, was die moderne Wissenschaft dazu sagt, von dem wir jetzt einfach mal ausgehen, dann ist es in der Tat so, dass
dass nach der Klimasituation ja kein irdisches Paradies versprochen wird, sondern dass, wenn wir jetzt handeln, dass wir es maximal noch abwenden können, den Untergang. Genau, das ist jetzt mal mit ganz grobem Strich durch die Ideengeschichte und so sollte dann auf jeden Fall erfahrbar werden oder nachvollziehbar werden, warum es eben so unterschiedliche Bilder von Apokalypse gibt und so unterschiedliche Ausdeutungen. Ich finde das einen spannenden Durchgang, insbesondere wenn du die Säkularisierung von Endzeitvorstellungen ansprichst. Das sozusagen schwingt ja immer der Gedanke mit, ist eigentlich die Apokalyptik entweder ein Weltuntergangsszenario oder aber auch so ein Heilsversprechen außerhalb dieser Welt markiert. Vielleicht kann ich an der Stelle nochmal auf diesen Dualismus eingehen. Also das apokalyptische Denken des Frühjudentums, aber auch der ersten Christinnen und Christen der Antike geht ganz stark von so einem gut-böse Gegensatz aus. Es ist also krass dualistisch gedacht. Wie ist denn das politisch? Also braucht es den Dualismus da nicht auch? Frage an mich. Mhm. Um von Apokalypse zu sprechen. Ja. Ja, glaub schon. Also ich würde jetzt beispielsweise bei verschiedenen Ausprägungen der Aufklärung nicht unbedingt von apokalyptischen Narrativen sprechen, weil die ja auch diesen gut-böse Gegensatz in der Form gar nicht mehr haben. Da ist ja der Mensch insgesamt vernunftbegabt und da schreitet ja die Menschheit insgesamt eben zu einer besseren Welt oder zu der bestmöglichen aller Welten. Da hat man dieses Moment ja gar nicht. Und wenn ich jetzt an andere apokalyptische Erzählungen denke, wie sie von verschiedenen religiösen Gruppen eben ausartikuliert werden oder wie sie sich auch dann im Nationalsozialismus findet, wo es dann eben eine auserwählte Rasse gibt und die anderen sind dann eben minderwertig, böse, verfehlt etc., da würde ich dann schon davon ausgehen, dass es diesen gut-böse Widerspruch gibt. Das hat man ja beispielsweise auch im amerikanischen Konservatismus. Reagan sprach ja auch vom Reich des Bösen oder George Bush hat ja dann auch die Achse des Bösen identifiziert und so weiter und so fort. Das heißt, an diesen kleinen exemplarischen Beispielen zeigt sich ja, wie verbreitet diese Sprechweisen sind. Und für die politische Dimension ist das, glaube ich, sehr entscheidend, wenn man Apokalypse beschwört. Das ist ja eine Entscheidungssituation, die da kreiert wird und wo denn die Gegenwart auf eine bestimmte Zukunft hinausläuft. Und da muss ja gehandelt werden. Da sind ja mit verschiedenen Imperative und Vorstellungen verbunden. Und da ist es dann wirklich häufig so, dass man eben ein Feindbild, einen Sündenbock etc. identifiziert. Da wird über Inklusion und Exklusion entschieden und diejenigen, die eben drin und draußen sind und so weiter und so fort, würde ich sagen, ja. Aber das ist ja insofern interessant. Thomas würde uns wahrscheinlich jetzt relativ schnell nachweisen können, dass sozusagen so dualistische Denkweisen eben eher ein pessimistisches Menschenbild sozusagen transportieren, um dann im ideologischen Gewand eine Überwindung des defizitären Menschseins zu versprechen. Während eine kluge, vernunftbegabte Aufklärung darauf setzt, dass der Mensch das aus sich auch schon bewältigen könne. Also ich glaube, das ist auch ideengeschichtlich, gibt es da ganz viele Parallelen. Der Hinweis auf den Marxismus als Erlösungsreligion, den hast du ja gerade schon gebracht, der ist ja sozusagen im mittelalterlichen Christentum auch Auslöser für die Irritationen gewesen, die dann schließlich zur Reformation geführt haben. Was kann ich eigentlich dafür tun, um die Apokalypse abzuwenden für mich persönlich oder für meine Verwandten? Das wäre ja eine ganz spannende Frage. Übrigens, ein wesentliches theologisches Problem ist gar nicht die Gedankenspielerei, was am Ende der Zeiten mal passiert, sondern für das Christentum ist es ein ganz anderes Problem. Wenn mit Christus schon das Böse überwunden ist, warum gibt es das eigentlich immer noch in der Welt? Also zu sagen, das ist ja doch fürs Narrativ eine ziemliche Anstrengung zu sagen, eigentlich ist mit Christus alles geregelt. Das ist sozusagen die endgültige Offenbarung. In ihm hat sich ganz klassisch Gott gezeigt und das Leid in der Welt überwunden. In der Bibel heißt es mal, das ist eine neue Schöpfung. Also da ist alles neu geworden. Gleichzeitig stellen die Menschen fest, es gibt Krieg, es gibt Leid und so weiter. Also nutzt eigentlich das Neue Testament die Apokalyptik eher, um die Christologie zu erläutern. Nur diese Offenbarung des Johannes, die will da nicht so ganz genau zu passen, weil die sich wirklich diesen klassischen antiken Bildern bedient und auch ja so einen politischen Impetus hat mit Blick auf das Römische Reich. Also das theologische Problem, Jan Paul, ist vielleicht wie das politische Problem gar nicht so ansichtig beim ersten Hinschauen, sondern liegt etwas tiefer, nämlich im Selbstverständnis des Menschen und in der Wahrnehmung der Welt durch den Menschen. Und wie viel trauen wir eigentlich den Menschen zu? Ich glaube, da sind Theologie und Politik ein bisschen unterschiedlich oft.
Das mag sein, ja. Ja, unser Seminar heißt ja irgendwie Apokalyptik. Muss man mal drauf aufpassen. Ich sage häufig Apokalypse, aber nein, Apokalyptik als theologisches und politisches Problem. Ja, du hast ja jetzt das theologische Problem schon skizziert. Sage ich doch noch mal was zum politischen Problem, oder? Ja, sehr Ja. gerne. Und ich glaube, das, was ich jetzt sage, das wird irgendwie im Sinne von Thomas Netzel sein. Ich glaube, das hat er mir mehr oder weniger schon mal so referiert und ich hoffe, ich gebe es jetzt irgendwie gut wieder. Naja, wenn wir vom politischen Problem sprechen, müssen wir erstmal irgendwie darüber sprechen, was denn überhaupt die Politik ist. Und die Zuhörerinnen unseres Podcasts, die wissen ja, wir haben uns da irgendwie schon irgendwie dran abgearbeitet, also an der Politik und dem Politischen. Aber um es nochmal ganz verkürzt zu sagen, also die Funktion der Politik in der modernen Gesellschaft ist die Zuweisung von Werten und ja, die Kompetenz bereit zu halten, Entscheidungen zu treffen für die Gesellschaft. Und das ist gar nicht so einfach, muss man ja sagen. Um das vielleicht, das klingt jetzt auch ein bisschen abstrakt, aber das kann man sich ganz gut an den Corona-Maßnahmen beispielsweise irgendwie vergegenwärtigen. Also diese Maskenpflicht, die es eben in öffentlichen Gebäuden und verschiedenen Bereichen gibt, das hat ja, ist eine politische Entscheidung, da wurde eben Wert zugewiesen, dass man diese Masken eben zu tragen hat. Das politische System hat natürlich gegenwärtige Probleme, die es zu verhandeln hat, aber es ist ja immer gerichtet auf die Zukunft. Das heißt, die Steuerungsversuche, die da stattfinden, die beziehen sich ja auf ein Sollen, was in der Zukunft liegt. Und da möchte man ja eben dann Zukunftssicherung betreiben. Und man antizipiert eben Zukünfte als politisches System oder als politischer Akteur etc. Und verspricht dann eine Verbesserung. Und naja, wir kennen das in modernen Demokratien. Damit sind natürlich Enttäuschungen verbunden mit jedem Versprechen. Und klar, besonders sind natürlich jetzt liberale Demokratien auch in dem Zusammenhang gefordert. In autokratischen Systemen werden die Widersprüche ja irgendwie eher unter den Tisch gekehrt oder eben nicht aufgezeigt. Und Volkssouveränitäten arbeiten ja damit, dass sie vor allem immer Widersprüche verhandeln. Das glaube ich jetzt irgendwie mit Blick auf das politische System wichtig. Also Dissens gehört einfach dazu. Und der wird auch bleiben. Also da darf man jetzt auch mal irgendwie anthropologisch vorausgreifen. Das ist einfach, liberale Demokratien leben halt im Konfliktmodus und regulieren den friedlich. Das ist ja, glaube ich, die große Errungenschaft. Und das heißt auch, dass die Zukunft offen ist. Es gibt nicht das eine Szenario in der Zukunft, das eintreten wird. Zukunft ist kontingent. Ich zitiere da eigentlich mal ganz gern Winston Churchill. Prognosen sind schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Das glaube ich, da ist was dran. Also es gibt einen offenen Zeithorizont. Und das hat halt viele Herausforderungen für das Individuum. Man muss halt ja, Differenzen aushalten können und verhandeln können. Man muss sich eben mit dieser Kontingenz stellen. Das sind Habituskompetenzen, die damit einhergehen. Und das ist halt schwierig. Das bleibt einfach so. Aber die Apokalypse mit ihrer Einheitsdenken und auch diesen Versprechen, das von dieser einen heilen Gesellschaft, die dann eintritt, das fügt sich da nicht so wirklich. Weil ja, apokalyptische Erzählungen eben eine Zukunftsansage treffen. Die identifizieren eben eine krisenhafte Gegenwart, die irgendwie verkommen ist und skizzieren eben eine Verschlechterung, ein Untergangsszenario, um gegebenenfalls eben ein tausendjähriges Reich etc., was folgen kann oder vielleicht ein Untergang, den man noch abwenden kann. Aber es ist eben häufig dieser Kampf zwischen Gut und Böse. Und es geht dann um die letzte Schlacht. Und dahinter stehen natürlich Machtansprüche. Es wird eine Entscheidungssituation kreiert. Es geht um die Durchsetzung von bestimmten Maßnahmen, die dann gegebenenfalls auch undemokratisch sind, weil wenn das Bedrohungsszenario schon so groß ist, wie skizziert, dann dürfen da sicherlich auch Abstriche gemacht werden, zumindest in der Logik der Menschen, die so sprechen. Und das rechtfertigt dann einfach bestimmte Entscheidungen. Und es ja, besteht einfach die Gefahr, dass solche Konstruktionen totalitär sind. Und das passt wiederum nicht zu dem politischen System, was ich eben skizziert habe. Da geht es eben nicht um die Entscheidung zwischen Gut und Böse oder zwischen irgendwie A und B. Das sind falsche Dualismen. Es gibt immer was dazwischen. Es ist immer prozesshaft zu denken und Konsens muss eben ausgehandelt werden. Und deswegen ist das ein politisches Problem, wenn man von Apokalypse spricht. Aber politikwissenschaftlich oder insgesamt wissenschaftlich ist es natürlich ein spannendes Feld. Also wir können uns natürlich der Sache nähern und sagen, okay, welche Gesellschaften artikulieren denn eigentlich solche Apokalypsen? Welche Krisen stehen denn dahinter? Oder brauchst du dafür überhaupt eine Krise? Welche Handlungsmöglichkeiten attestieren sich solche Gesellschaften? Welche Akteure sind beteiligt? Welche Diskurse stehen im Hintergrund? Welche Formen von Vergemeinschaftung finden eine Rolle? Also das sagte ich eben schon mal Inklusion, Exklusion. Und welche Legitimationsstrategien kommen dahin? Und das ist dann, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Wie wird das denn eigentlich begründet? Dieses Wissen über die Zukunft. Ist das ein religiöses Wissen? Ist das ein wissenschaftliches Wissen? Wird das überhaupt begründet? Muss man ja auch mal fragen.
Genau. Und das ist so dieser ganze Problemkontext, der mit Apokalypse und Apokalyptik einhergeht, den wir ja dann auch weiter diskutieren wollen. Aber ja, auch mit Blick auf die Uhr, Marcel, wollen wir nochmal irgendwie ein Schlaglicht auf die Gegenwart wagen? Wenn ja, wir jetzt gerne. Wobei ich noch eine Ergänzung machen würde, gern sozusagen, ich halte es mit dem amerikanischen Baseballspieler, der gegenwartskulturell Bedeutung erlangt hat, Yogi Berra. Der hat nämlich immer gesagt, the future ain't what it used to be. Das ist eigentlich auch eine schöne Formulierung. Ich würde gerne noch eine Kleinigkeit aus so einer theologiegeschichtlichen Perspektive als Ergänzung zu deinen Fragen, wer definiert das eigentlich, was für Machtstrukturen spielen eine Rolle, eintragen. Sozusagen Apokalyptik in einem religiösen Sinne in bestimmten Kontexten hat was sehr Machtkritisches, weil sozusagen die Hoffnung auf ein nahes, heilvolles Eingreifen Gottes irdische Machtstrukturen relativiert. Das konnte dann bis hin zu Revolutionen führen, wenn man an die Zeloten denkt, die sozusagen als sowas wie revolutionäre Zellen gegen den römischen Staat operiert haben. Und wenn man auch an spätere Zeiten denkt, problematisch nur, wenn die religiöse Institution die Machtstrukturen selber verkörpert und dann die Apokalyptik in Notzeiten nutzt, um den Menschen Angst zu machen. Also so eine Interdependenz von Macht und religiöser Hoffnung, ich glaube, die gibt es sehr stark. Die kann man, um Aktuelles zu wenden, gerade auch in den apokalyptischen Bildern sehen, denen wir im Fernsehen begegnen und die Menschen ja ganz real in der Ukraine erleben. Da ist sozusagen auch ein religiöser Konflikt im Hintergrund, nämlich zwischen der sich unabhängig erklärten ukrainisch-orthodoxen Kirche und der russisch-orthodoxen Kirche, die nun beide sehr vollmundig auftreten und sagen, sie hätten Gott auf ihrer Seite. Wenn man das sozusagen in apokalyptisches Gewand kleidet, dann gerät man ja in eine gewisse Aporie, wenn man sich ja fragen müsste, wer hat denn nun Recht? Das heißt, hier wird sozusagen eine bestimmte Form von Erlösung und Heil über so ein Schreckensszenario transportiert und hat dann eine religiöse Legitimationsbasis. Das ist dann unterschwellig eine hohe Problematik, die übrigens weit zurückführt, wer bestimmt nämlich auf wessen Seite Gott ist. Man könnte jetzt ganz viel zu solchen Bildern sagen. Ich glaube, gegenwärtig wird Apokalyptik immer im Kontext von Krisenszenarien dann relevant, wenn sozusagen Menschen Angst erleben. Und in der Geschichte hat die Apokalyptik religiös ihre Dynamik immer besonders dann entfaltet, wenn es Zeiten von Not, Unterdrückung oder Angst gab. Ob das sozusagen in dem demokratischen System unmittelbar rational und plausibel ist, da bin ich nicht sicher, da bin ich bei dir. Aber es ist natürlich und ganz, ganz in der Tat religiös hoch anfällig und wird auch von religiösen Gruppen ja immer ausgespielt als sozusagen ein Attraktionsmoment der Religion, dass man in einer bestimmten Gemeinschaft gesichert ist vor Untergang. Das hat aber weder was mit Vernunft noch mit Demokratie zu tun. Ja, auf jeden Fall. Das mit der Angst ist ganz entscheidend, was du jetzt gesagt hast. Also wir lesen ja auch den Text Angst im Abendland, der sich eben mit dem ausgehenden Mittelalter beschäftigt und wie kollektive Ängste dann quasi auch gedeutet wurden, wo die herkamen und so weiter. Aber auch mit Blick auf aktuelle Diskurse, die man als apokalyptisch beschreiben kann, ist Angst das, glaube ich, das entscheidende Moment. Also es verbindet die alle, es fällt mir es auch auf. Also wenn man jetzt an den Corona-Diskurs denkt, sei es jetzt, man hat Angst vor dem Virus, weil man eben sterben kann. Oder selbst die Leugner, die Querdenker etc., die malen ja auch ein Angstszenario, dass eben eine Entscheidung getroffen wird, den Rechtsstaat und die Demokratie abzuschaffen, um diese Maßnahmen auf Dauer zu stellen und so weiter und so fort. Also da sind ja auch Ängste irgendwie virulent. Dann auch solche Erzählungen von der politischen Rechten über den großen Austausch, die arbeiten ganz stark mit Ängsten. Der Klimadiskurs ist auch von Angst durchsetzt. Die ganze Prepper-Szene, das muss man gar nicht mehr erklären, aber oder auch die ganze kulturelle Verarbeitung von Apokalypsen wie atomaren Zerstörung oder auch Zombies, auch da sind die Ängste irgendwie ganz entscheidend. Das sollten wir, glaube ich, im Seminar auch nochmal stark herausarbeiten. Unbedingt. Genau, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe, wir haben natürlich so eine inhaltliche Ebene, was für Momente zusammenkommen, würde ich gleich auch noch kurz was zu sagen, wenn man von Apokalypse spricht, aber es ist ja auch eine Formsache, ne? Also es ist ja eine Inhaltsform, die treten ja gemeinsam auf, es hat ja auch eine gewisse Rhetorik, einen gewissen Stil, es hat ja auch den Niederschlag gefunden halt in der Kunstgeschichte, wo das immer wieder neu verhandelt wurde, das ist halt gerade diese detaillierte Darstellung irgendwie der Verdorbenheit der Welt, dieses Untergangsszenarios, das ist eben nicht langweilig, also so eine perfekte Welt, das himmlische Jerusalem, das ist natürlich auch spannend, sich das auszumalen. Aber wenn man das einfach von den Quantitäten irgendwie in den ganzen Texten mal berücksichtigt, sind ja diese Schreckensszenarien fast opulent, muss man sagen.
und durch die Geschichte hindurch immer wieder auf unterschiedliche Weise erfolgreich. Man kann ja die Geschichte religiöser Bewegungen oder auch Kleinstbewegungen eigentlich als so eine Apokalypse schreiben, ne? Und zwar in dem Sinne, wie ich es jetzt gesagt habe. Also immer wieder dann erfolgreiche Neugründungen, Abspaltungen, neue Bewegungen, wenn sozusagen so Rechenspiele angestellt werden. Wann ist der Untergang der Welt? Wie kann man ihn sehen? Also sozusagen in unterschiedlichen Zeiten offensichtlich sehr populär gewesen. Meine These, Kant hat da in der Kritik der reinen Vernunft eine wichtige Frage von den drei Fragen gestellt, ne? Worauf sollen wir hoffen? Und ich glaube, es ist zutiefst menschlich, vielleicht eine anthropologische Grundkonstante, sich mit dem, was mal kommt, auseinanderzusetzen und dabei die Gegenwart als Referenzrahmen zu nehmen. Religion funktioniert ja als eine Weltdeutungsperspektive immer dann besonders gut, wenn sie sozusagen ein Framework liefert, in dem wir Menschen uns so lokalisieren können, dass wir nicht von der Angst überwältigt werden, beziehungsweise selber uns so auserwählt fühlen, dass uns die Angst der anderen nicht mehr betrifft. Das ist sicher in säkularen Gesellschaften, in andere Domänen der Welterklärung etwa in eine politische ausgelagert. Aber wenn man der neuen Rechten zuhört, wenn man bestimmten Angstszenarien zuhört, wenn man selbst die Bundestagsdebatte verfolgt hat, in der es um die Frage des deutschen Umgangs mit Waffenlieferungen an die Ukraine ging, da hat selbst eine Partei wieder das Plenum genutzt, um zu sagen, die Bundesregierung würde eine neue Migrationsbewegung planen und kann sich jetzt bestätigt fühlen. Also von daher glaube ich, ist dieses sich in den politischen Diskurs verlagernde Religiöse, das Säkularisierte, was du am Anfang angesprochen hast, etwas, was eben grundlegend mit menschlichen Dispositionen zu tun hat. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also du hast es ja gesagt, anthropologische Konstante. Das Faszinierende ist ja, man hat ja lange vor den ersten jüdischen und christlichen Texten auch schon Textgattungen, die in Anklängen apokalyptisch sind. Und das zieht sich halt durch bis in die Gegenwart, also quer durch alle möglichen Zeiten und Kulturen und Gesellschaften. Und das ist natürlich eine Frage, also die Frage nach dem Menschenbild in der Apokalypse, die dann irgendwie artikuliert wird oder in den Apokalyptiken. Und dann ist halt die Frage, was sagt das über uns? Und wir haben ja im letzten Sommer Hans Blumenberg gelesen, Lebenszeit und Weltzeit. Und er hatte ja die These, dass es eben für den Einzelnen auch eine narzisstische Kränkung sein kann, dass die Welt fortexistiert, wenn man selbst nicht mehr da ist. Also für all diejenigen, die eben nicht an ein ewiges Leben glauben. Und es ist doch irgendwie ganz interessant, dass, naja, die Lebenszeit eines Menschen, zumindest auf dieser Erde, man wird geboren, man stirbt, das ist linear, ne? Es gibt einen Anfang und ein Ende. Und diese Geschichtskonstruktionen, die haben eben auch einen Anfang und ein Ende. Und dann ist es ja irgendwie, vielleicht hat es einen besonderen Reiz, wenn die Apokalypse während der eigenen Lebenszeit passieren könnte. Das hat natürlich einen gewissen Schrecken, eine Faszination eines gewissen Schreckens. Aber was halt auch zum Tragen kommt, dann wäre die Welt, wenn man selbst dann mit untergeht, danach auch nicht mehr da. Also so mit Blumenberg könnte man ja auch argumentieren, müsste man wahrscheinlich ein bisschen ausarbeiten. Ja, es bleibt auf jeden Fall faszinierend, weil diese Apokalypse berührt, und du hast es ja auch schon gesagt, das sind einfach so Züge des Menschseins, ne? Also es geht um den Sinn des Lebens, es geht um den Sinn der Geschichte, es geht darum, wer gut und böse ist, ob die Bösen auch irgendwann mal bestraft werden, etc. Ja, und die Reaktion auf solche Fragen, die kann ja sehr unterschiedlich ausfallen. Es gab schon früh die sich von der Welt absentiert haben, die in irgendeine Höhle in Qumran gezogen sind und abgeschlossen von der Welt gelebt haben und gehofft haben, es geht vorbei. Es gibt heute genügend Leute, die bestellen gerade einen Bunker irgendwo, um überleben zu können. Kann man bei eBay aktuell relativ günstig erstehen, so für den Garten einen Bunker, falls es doch zu einer nuklearen Katastrophe kommt. Also sozusagen die Weltflucht ist eine Antwort, oder die beherzte Wahrnehmung von Welt und Gestaltung. Das wäre ja sozusagen das Politische in der Religion. Wir haben nicht nur Blumenberg in dem Seminar gelesen, sondern ja auch Jürgen Moltmann mit seiner Theologie der Hoffnung, der ganz stark das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch rezipiert und sagt, die Lehre von den letzten Dingen, der Blick aufs Ende ist eigentlich nur ein Impuls, um die Gegenwart zu verändern. Also da ist dann ein sehr politisches Moment in der Apokalyptik drin und nicht nur so eine faszinierende Spielerei. Wie könnte es denn wohl aussehen? Aber dass das Film, Bücher, Kunst und alles inspiriert hat, bestätigt, glaube ich, deine Einschätzung. Hier, so wie wir bei der Zukunft über die Gegenwart reden, so reden wir bei Apokalyptik eben nicht über irgendwas Transzendentes, sondern über das Herz des Menschen. Ja, auf jeden Fall.
Und das ist, bleibt ja auch ein spannendes Thema. Man kann ja die Frage auch immer wieder neu stellen, ob das überhaupt jetzt apokalyptisch ist, ob das eine Apokalypse ist, die da beschrieben wird, oder ob das ja vielleicht einfach nur irgendwie in unterschiedlichen Kontexten mal so bezeichnet wurde. Da müsste man sich eben Kategorien bilden und die definieren und das mal durcharbeiten. Und das ist ja auch was, was wir dann im Sommer weiterverfolgen. Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Genau, ja, ich freue mich, dass du das mit mir hier diskutiert hast oder das so schön irgendwie aufarbeitet. Vielen Dank. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Vielleicht nur eins. Egal, was wir im Seminar machen und wie wir weitermachen in diesem Schnittfeld von Politik und Theologie, sowas wie ein Spiritus Rector wird Thomas Nötzl bleiben, da bin ich sicher. Auf jeden Fall. Genau. Und dann in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hoffentlich bis bald. Schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss. Ciao.